Hi Leute, herzlich willkommen zu Make-A-Wish TV. Mein Name ist Sam und heute teile ich mit euch mein geliebtes Raffaello Nutella Muffin Rezept. Im Bild seht ihr gerade, welche Utensilien wir dafür benötigen. Und zwar brauchen wir eine Rührschüssel, ein Rührgerät, Eier, braunen Zucker, Butter. Dann habe ich hier schon mal eine Schüssel vorbereitet mit Mehl, Backpulver, Vanillezucker und einer Prise Salz. Das ist dann unser Mehlgemisch. Dann brauchen wir hier natürlich unsere geliebte Nutella. Wenn du Nutella-Suchti bist, dann gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Dann brauchen wir solche Papierförmchen, oder ich für mich habe hier diese Silikonförmchen entdeckt. Wo ihr sowas herbekommt, schreibe ich euch natürlich auch in die Infobox. Dann eine Muffin-Backform und natürlich unsere Raffaello-Kugeln. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, und zwar müssen wir unsere Butter schaumig verrühren. Dazu hauen wir einfach die Butter in unsere Rührschüssel inklusive braunen Zucker und rühren so lange, bis sich der Zucker sozusagen auflöst bzw. die Butter so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fluffig wird. Das seht ihr schon an der Konsistenz einfach. Der nächste Schritt ist der, dass wir unser Mehlgemisch einfach ein bisschen verrühren und dann dieses löffelweise in die Rührschüssel geben. Würden wir die ganze Schüssel so, wie sie ist, komplett einfach in die Rührschüssel geben, würde der Teig so, wie soll ich sagen, es würden sich dann Klumpen ergeben und das möchten wir nicht. Ich möchte immer gerne einen schönen, fluffigen Teig haben, deswegen wirklich Löffel für Löffel in die Rührschüssel geben. Wenn ihr dann das ganze Zeug da drin habt, dann wirklich maximal für, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden, sage ich jetzt einfach mal, auf höchster Stufe noch mal kurz verrühren. Als nächstes bereiten wir unsere Muffinform vor. Und zwar, wie gesagt, also ich bin ein absoluter Fan von diesen Papierförmchen oder von diesen Silikonförmchen, wo ihr diese herbekommt, steht in der Infobox. Wenn ihr weder das eine noch das andere zu Hause habt und euch das auch nicht besorgen wollt, dann ist es halb so schlimm. Ihr müsst dann die Backform entsprechend gut einfetten, denn damit ihr einfacher die Muffins am Ende rausbekommt. Aber wie gesagt, diese Förmchen erleichtern uns ungemein die Arbeit, wenn man sie einfach locker aus der Backform rausbekommt. Der nächste Schritt ist wie folgt, und zwar müsst ihr diese Förmchen natürlich dann auch entsprechend befüllen. Dazu nehmen wir einfach unseren Teig, einen Esslöffel und hauen da eine entsprechende Menge in die Förmchen hinein. Hier ist es eigentlich nur noch wichtig, dass die Förmchen nicht randvoll sind, sondern einfach nur bis drei Viertel gefüllt sind. Am Ende sieht es ungefähr so aus, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann geht es an die Raffaellos, und zwar habe ich auf jeden Fall welche gemacht mit Raffaello-Kugeln und welche auch ohne Raffaello-Kugel. In jedem Fall schmecken beide Variationen super, super lecker. Achtet darauf, dass die Kugel einfach schön mittig platziert ist. Wenn ihr auch mal eine andere Geschmacksrichtung ausprobieren wollt, dann probiert zum Beispiel eine Rocher-Kugel oder nehmt einfach ein Stück Kinderschokolade und stopft diese einfach da rein, dann habt ihr einen schönen flüssigen Kern am Ende und schmeckt alles super, super lecker. Ich verwende hier jetzt noch einen Teelöffel, also einen gut gehäuften Teelöffel Nutella, und bedecke jetzt meine Raffaello-Kugel mit der Nutella. Wie sagt ihr eigentlich dazu? Die Nutella, das Nutella oder der Nutella? Schreibt es bitte in die Kommentare. Hier habe ich noch einen kleinen Zahnstocher zur Hilfe genommen, damit ich das schön mittig platziere. Am Ende ist es eigentlich nur noch wichtig, mit dem Zahnstocher
sozusagen die Nutella mit dem Teig ein bisschen zu vermengen. Achtet darauf wirklich, dass die Raffaello-Kugel gut bedeckt ist und nicht irgendwie offen da liegt oder sowas. Und außerdem ergibt es richtig schöne Muster. Die Muffinform haut ihr dann in den Ofen für ca. 18 Minuten bei ca. 180 bis 200 Grad. Dann müsst ihr schauen, was für einen Ofen ihr einfach habt und immer ein Auge drauf werfen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Appetit. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Abonniert diesen Kanal für weitere solcher Foodporn-Videos und ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.